Hallo, Fabian von Crypto Circle hier. Heute soll es um Trinity, Raiden und Lightning gehen. Alle drei sind Off-Chain-Scaling-Lösungen für Bitcoin, Ethereum und Neo jeweils. Und deshalb möchte ich sie einfach gemeinsam in einem Video erklären, denn alle setzen auf das gleiche grundlegende Konzept. Und gegen Ende des Videos werde ich dann auf die Unterschiede eingehen. Der Vorreiter oder vielleicht auch Ideengeber, wenn man so möchte, ist sicherlich das Lightning Network. Schon 2015 hat Joseph Poon, ein relativ bekannter Bitcoin-Entwickler, den Vorschlag veröffentlicht, dass man eben State Channels nutzen könnte, also Zahlungskanäle, die eben ja statisch sind. Darum geht es hier im Endeffekt und das ist die Grundlage heutzutage eben geworden für das Lightning Network, Raiden und Trinity. Da der Ursprung dieser Idee sozusagen das Lightning Network ist, beziehungsweise die Idee aus der Bitcoin-Entwicklung kommt und das Lightning Network-Protokoll das am weitesten fortgeschrittene der drei Beispiele ist, möchte ich dieses sozusagen exemplarisch nehmen, um jetzt auch Raiden und Trinity mitzuerklären. Also wenn ich jetzt zwischendurch Lightning Network sage, nicht verwirrt sein. Das Ganze gilt dann jeweils auch äquivalent für die anderen. Ich werde das klar deutlich machen, wenn ich nun über ein spezifisches Projekt rede. Zunächst einmal ist die Feststellung wichtig, dass das Lightning Network und auch die anderen beiden eben Off-Chain-Skalierungslösungen sind. Das heißt, sie sind nicht auf der Blockchain, sondern sie bilden ein neues Level. Oft nennt man das auch Layer 2. Sie setzen also einfach auf der Blockchain auf und auf diesem Level ist es nun eben möglich, Transaktionen deutlich schneller, deutlich günstiger und wenn man möchte, zum Beispiel auch mit einer höheren Privatsphäre durchzuführen. Die Idee dazu ergab sich natürlich aus dem Problem, das den meisten bewusst ist, dass die Blockchain zwar sehr, sehr viele Vorteile bietet, zum Beispiel eine unfassbar hohe Sicherheit, eine unfassbar hohe Transparenz, aber dass man dafür eben auch das große Problem der Skalierung hat. Die Blockchain-Technologie kann sehr vieles, skalieren tut sie aber nicht sehr gut. Mittlerweile haben wir dafür vielfache Lösungen. Es gibt natürlich auch Sharding. Wir haben Blockchains 3.0, möchte ich sie einmal nennen, die auf andere Lösungen setzen, wie eben EOS, IOTA, Nano und so weiter und so fort. Aber den Leuten, die damals die Idee zum Lightning Network hatten, ging es natürlich darum, den Bitcoin zu verbessern. Und hier ist die offensichtliche Lösung, wenn man das On-Chain-Scaling, wie es im Bitcoin Cash im Moment versucht, mit den höheren Blockgrößen für eine Sackgasse hält, das Ganze von der Haupt-Blockchain herunterzunehmen. Das hat zur Konsequenz, dass diese Layer-2-Lösungen im Endeffekt nichts anderes sind als Smart Contracts, wenn man so möchte, die mit der Haupt-Blockchain Bitcoin, Ethereum, Neo interagieren. Und was macht dieser Smart Contract nun? Nun ja, er erlaubt einem etwas, das eigentlich vom Konzept her sehr, sehr simpel ist und deswegen ist es auch eine schöne Lösung. Man hat also einen Nutzer A und einen Nutzer B. Nutzer A möchte Nutzer B Geld senden, vielleicht sind die Transaktionsgebühren auf dem Mainnet gerade sehr hoch, deswegen entscheidet man sich zur Nutzung des Lightning Networks. Was man nun machen kann, ist einen Zahlungskanal zwischen den beiden Nutzern eröffnen. Als Treuhand tritt hier sozusagen der Smart Contract auf, denn auf diesem zahlt man erstmal jetzt, sagen wir mal, ein Bitcoin ein. Was ich nun machen kann, wenn A einen Bitcoin in diesen Smart Contract eingezahlt habe, um eben B zu bezahlen, ich kann so lange Transaktionen von A nach B senden, bis das Guthaben von einem Bitcoin aufgebraucht ist, alles Guthaben bei B ist, dann würde sich der Zahlungskanal schließen oder bis einer der beiden sagt, okay, ich möchte diesen Zahlungskanal jetzt schließen. Man braucht also nicht die Zustimmung der anderen Person, mit der man Peer-to-Peer verbunden ist, sondern das geht von einer Seite aus, dann löst der Smart Contract das Ganze auf und es findet wirklich eine Transaktion dann auf der Bitcoin-Blockchain statt, die quasi alle anderen Transaktionen, die in diesem Kanal liefen, zusammenfasst. Es wird also das Saldo überwiesen. Natürlich ist es fraglich, wie sinnvoll so eine Lösung ist, mit der man nur in eine Richtung Geld überweisen kann, aber keine Angst, man kann auch Zahlungskanäle, die in beide Richtungen funktionieren, eröffnen. Jetzt kann man also, wenn Person A ein Bitcoin einzahlt, Person B zwei Bitcoin, können Bitcoin munter hin und her überwiesen werden. Das Ganze kann unendlich lange betrieben werden und man sieht schon, so ein Zahlungskanal ist sehr, sehr sinnvoll,
Wenn man nun eben zwei Akteure hat, zwischen denen sehr oft Überweisungen vorzugsweise auch in beide Richtungen stattfinden. Doch natürlich wäre es extrem unpraktisch, wenn ich mit jeder Person oder mit jedem Unternehmen, zu dem ich eine Zahlung ausführen möchte, einen Zahlungskanal eröffnen muss. Das wäre ein riesiger Aufwand und für das Eröffnen von Zahlungskanälen entstehen natürlich auch Kosten auf diesem Netzwerk. Die Lösung ist ja aber natürlich, dass das Ganze nicht nur eine direkte Peer-to-Peer-Verbindung ist, sondern Lightning soll ja ein Peer-to-Peer-Netzwerk sein. Wenn wir also mehrere Akteure haben, ist es nicht notwendig, dass ich direkt mit der anderen Person verknüpft bin. Wie im Internet, ich bin auch nicht direkt selbst mit jedem Server verbunden, trotzdem kann ich jeden Server erreichen. Das liegt daran, dass es ein Routing gibt. Beim Internet ist es das TCP/IP-Protokoll. Bei allen Layer 2 Lösungen ist man sich noch nicht sicher, was wirklich das beste Protokoll ist. Dort findet die Forschungsarbeit statt. Das ist das Schwierigste daran, das effizienteste Protokoll zu finden, um die richtige Verbindung, um den richtigen Pfad, den die Transaktion nehmen wird, herzustellen. Was also passiert, wenn wir nun drei Personen haben, A, B und C, A ist mit B verbunden, B ist mit A und C verbunden, dann würde eine Zahlung von A nach C eben über Person B laufen. Das heißt, die Zahlungskanäle sind verknüpfbar und es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass man eben extrem lange Kanäle nehmen muss. Dafür ist eben das Routing-Protokoll da. Das Ganze kann man sich so vorstellen, von der Idee her, das orientiert sich an dem, was man gerne sagt, über sieben Ecken kennt man jeden anderen Menschen auf der Welt. Was hier heißen würde, über sieben Ecken erreiche ich quasi jeden anderen mit meiner Zahlung. Und das ist eigentlich schon die ganze Idee hinter diesen Layer-2-Scaling-Lösungen. Man hält also möglichst viel Guthaben, möglichst lange sozusagen in diesen Zahlungskanälen, solange keiner der beiden ja ein Problem sieht oder einen Grund, diesen Zahlungskanal zu schließen, kann der eben auch für andere Transaktionen in die eine oder andere Richtung genutzt werden, da sie darüber geroutet werden. Und das ist eben hier die sehr, sehr schöne Sache, die sehr, sehr elegante Sache, dass dann im Prinzip nur noch Salden von geschlossenen Zahlungskanälen wirklich auf die Bitcoin-Blockchain geschrieben werden müssen. Natürlich gibt es zwischen den drei Projekten auch signifikante Unterschiede und um die herauszustellen, möchte ich jetzt einfach ganz kurz mir jedes Projekt eins nach dem anderen nehmen und einfach nochmal auf seine Geschichte, auf seine Besonderheiten, auf die Idee dahinter, eben auf alles Erwähnenswerte meiner Meinung nach kurz hinweisen. Das Lightning Network hat also diese Idee zu den State Channels geliefert. Genau genommen, ich habe es schon erwähnt, im Jahr 2015 schon Joseph Poon in einem Research Paper und seit März 2018, also mittlerweile seit einem halben Jahr, ist das Lightning Network auch in einer Beta-Phase auf dem Bitcoin Mainnet und auch bei Litecoin, denn Litecoin ist kompatibel, verfügbar. Warum ist Litecoin kompatibel? Litecoin ist kompatibel, weil Litecoin damals sogar schon vor Bitcoin Segwit, Segregated Witness, eingeführt hatte. Und Segwit ist eine Voraussetzung, eine technische, dass so etwas wie das Lightning Network auf Bitcoin funktioniert. Wir wissen, Bitcoin hat sehr eingeschränkte Smart Contract-Fähigkeiten, man würde eher sagen Script-Fähigkeiten, ja, rudimentäre, nicht so ausgeprägt wie NIO oder bei eben Ethereum. Deshalb ist Segwit eine Voraussetzung und deshalb kann Bitcoin Cash, solange dort nicht auch Segwit eingeführt wird, aber Segwit war ja ein Grund für den Hardfork, auch niemals kompatibel mit Lightning sein. Kurz nach dem Start des Lightning Networks, auch noch im März 2018 meine ich, kam es auch zu einer großen DDoS-Attacke auf das Netzwerk. Und das war ein Fakt, auf den hatte, ich meine, Peter Todd, ein Bitcoin-Entwickler, hingewiesen auf Twitter und prompt kam kurze Zeit später eine solche Attacke, die es eben schaffte, 200 von damals 1000, also ca. 20%, es gab etwas mehr als 1000 Nodes, offline zu nehmen. Und wenn diese Nodes offline gehen, wird natürlich auch der Channel geschlossen, der Zahlungskanal. Und den neu zu öffnen, dadurch entstehen auch Kosten. Außerdem Zahlungskanäle schließen, dadurch verschlechtert sich das Routing im Netzwerk. Also diese Attacken sind ein großes, großes Problem, ist etwas, worum sich diese Layer-2-Lösungen ziemlich schnell kümmern werden müssen. Ansonsten ist noch eine interessante Feststellung, dass die meisten Commits auf GitHub zum Lightning Network tatsächlich von
Blockstream kommen, beziehungsweise von Entwicklern, die von Blockstream beschäftigt werden. Das heißt, hier ist die Integration mit Bitcoin. Blockstream trägt ja auch die Hauptlast der Bitcoin-Entwicklung mit dem Bitcoin Core, dass man eben hier eine enge Verzahnung hat. Das ist durchaus erwähnenswert. Das ist nämlich bei den anderen beiden Projekten nicht unbedingt der Fall. Kommen wir als nächstes zu Trinity. Ein grundlegender Unterschied zu Lightning ist schon mal, dass zu Trinity eben ein ICO und damit auch ein Token gehört, nämlich der TNC-Token, Trinity Network Credits heißt er, meine ich. Und das ist ein NEP5-Token. Hier wurde also Geld eingesammelt von der Community, ganz im Unterschied zum Lightning Network. Und dann ist natürlich immer die Frage, wenn es sich um einen ICO handelt, zumindest für mich, was ist denn der Gegenwert, dass ich diesen Token habe? Und hier heißt es dann, naja, man kann die Eröffnung von Payment Channels und eben die geringen Transaktionsgebühren hier nur in TNC begleichen. Das heißt, Nutzer werden quasi gezwungen, TNC zu kaufen. Ist also ein reiner Utility-Token, wie wir sie kennen. Ich finde es nicht sehr gut, dass ein ICO gemacht wurde. Aber okay, vielleicht hatte man keine andere Finanzierungsmöglichkeit. Es ist, wie gesagt, aufgrund des bestehenden Routing-Problems deutliche Forschungsarbeit notwendig, um diese Protokolle, diese Layer-2-Lösungen für die Skalierung ja auch wirklich solide und wettbewerbsfähig zu machen. Deshalb ein bisschen Verständnis, ich persönlich hätte allerdings nicht in diese ICOs investiert. Auch Trinity läuft schon auf dem Neo Mainnet und was auch schon läuft, und das ist beachtlich, sind tatsächlich Cross-Chain-Swaps. Diese Funktionalität hat der Trinity Network Token auch schon. Genau genommen ist es momentan möglich, zwischen der Neo Blockchain und der Ethereum Blockchain diesen Token zu swappen. Das heißt, es gibt den NEP TNC Token und den ERC20 NEC Token. Der Gesamtsupply ist gleich, sprich, wenn ich meinen NEP 5 Token auf ERC20 auf Ethereum verschiebe, werden meine Token auf der Neo-Blockchain sozusagen gesperrt. Ich kann diese dann nicht mehr bewegen, ausgeben, sonst irgendwas. Sie sind dann aber auf Ethereum verfügbar und andersrum. Der Gesamtsupply bleibt also gleich. Man hat hier aber die Möglichkeit, eben zwischen den Blockchains zu springen. Das ist seit wenigen Tagen live. Wirklich eine sehr, sehr coole Sache. Ansonsten gibt es noch zu sagen, dass Trinity von David Lee entwickelt wird. Er ist der CEO von Trinity und dass Trinity Zero Knowledge Proofs unterstützt. Das heißt, dass man hier hoch anonymisiert Transaktionen auf dem Netzwerk durchführen kann. Kommen wir zu Raiden. Raiden ist in der Entwicklung am weitesten hinten dran. Raiden ist aktuell noch nicht auf dem Ethereum Mainnet verfügbar. Allerdings steht der Start unmittelbar bevor. Er ist eben für, ja, das dritte Quartal angekündigt. Wir befinden uns schon im dritten Quartal 2018 und auch bei Raiden gab es ein ICO. Wir haben mit RDN den Raiden Network Token und auch hier ist der Use Case, ja, es ist auch ein Utility Token, ähnlich wie bei TNC. Er soll eben dazu dienen, für das Eröffnen der Channel zu bezahlen. An dieser Stelle möchte ich dazu noch sagen, dass natürlich TNC und RDN jetzt nicht vollkommen nutzlose Token sind. Man kann allerdings sehen, ich stelle es hier mal neben dran, dass beide seit dem ICO massiv im Preis gefallen sind. Natürlich war das Marktumfeld schwierig und so weiter und so fort. Vor allen Dingen werden aber große Skalierungslösungen in diesem Stil bei vielen Blockchains noch nicht benötigt. Bei Ethereum vielleicht, bei Neo ist das Ganze aber zum jetzigen Zeitpunkt fraglich, denn Neo unterstützt, für alle, die es noch nicht wissen, 1000 Transaktionen pro Sekunde. Das ist schon mal deutlich mehr als ETH oder BTC, fast das 100-fache. Und die Auslastung der Neo-Blockchain ist noch deutlich niedriger dadurch. Und das ist ja die einzige Sache, die diesen Token Wert verleiht. Erst wenn, das ist jetzt so mein Gedankengang, erst wenn das Mainnet, die Haupt-Blockchain, überlastet ist, die Transaktionskosten dadurch steigen, dann werden Leute auf den Layer 2 gehen, dann werden Dapps, Anwendungen auf den Layer 2 gehen, um eben Transaktionskosten zu sparen. Und diesen Schritt sehe ich zum Beispiel bei Neo noch deutlich weiter weg als bei Ethereum, das ja zum Beispiel mal durch CryptoKitties sehr nah oder über die Kapazitätsgrenze getrieben wurde. Dann noch zur Leitung der Entwicklung, auch bei Raiden. Raiden wird von Heiko Hees federführend entwickelt. Heiko Hees war vorher Ethereum Core Developer, ist also jemand, der sehr viel Erfahrung hat, der definitiv das Fachwissen mitbringt,
um eben die Entwicklung voranzutreiben. Aber daran wird es bei allen drei Projekten nicht scheitern, davon bin ich überzeugt. Falls du technisches Interesse daran hast, wie Blockchains funktionieren, wie die Blockchain funktioniert, insbesondere wie Ethereum funktioniert, wie überhaupt Smart Contracts funktionieren, was ERC20, ERC-777 Token sind, was Casper ist, wie Proof of Stake funktioniert und so weiter und so fort. Das alles kannst du in meinem Ethereum-Kurs lernen, der ist online verfügbar, allerdings nicht gratis, gibt es auf meiner Webseite cryptocoaching.de. Aber wie gesagt, wenn einen diese technischen Sachen interessieren, auf jeden Fall reinschauen. Ich denke, der Preis ist sehr, sehr attraktiv. Dafür müsste man, wenn man von Null kommt, wirklich tagelang rund um die Uhr recherchieren. Ich habe probiert, das alles ja komprimiert, alles, was man zu Ethereum wissen muss, inklusive Zukunftsaussichten und einen Blick auf die Konkurrenten in diesem Kurs zusammenzufassen. Würde mich freuen, wenn du es dir mal anschaust. Für jeden, der sich einen Account auf der Webseite anlegt, ist das einleitende Video zum Kurs gratis verfügbar. Dort stelle ich nochmal ein bisschen detaillierter vor, um was es dann später gehen wird. Also würde mich freuen, wenn ich dich dort begrüßen darf. Und das soll es dann auch mit diesem Video gewesen sein. Wie immer für alle, die es auf YouTube oder YouTube schauen. Like bitte das Video, teile es mit Freunden und Bekannten, die sich auch für Kryptowährungen interessieren oder interessieren sollten. Und falls du es noch nicht getan hast, abonniere doch bitte meinen Channel.